Okay. Bam. Jo. Das ist doch eine schöne Zerstörung. Erfreuliches Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund Diravello. Schau doch mal in der Höhle vorbei, in der ihr euch eingenistet habt. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Just Cause 3. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gesuchtet in letzter Zeit und deswegen, wenn man hier mal auf die Karte guckt und ich ein bisschen rausscrolle, ich habe schon einiges hier geschafft, habe auch schon einiges freigespielt. Okay, hier gibt es noch so ein paar Aktionen, die ich machen kann und so. Mods habe ich auch schon einige hier freigespielt. Mal gucken, was hatte ich hier letztens. Ah, genau. Außer den üblichen Sammelobjekten entdeckt der Detektor sämtliche Fahrzeuge, die du noch nicht zu einer Garage gebracht hast. Ja, können wir auch mal mit aktiv machen. Und ja, ansonsten habe ich hier schon relativ viel freigespielt, weswegen wir auch relativ gut und mobil unterwegs sein sollten. Und ja, mal gucken, was wir heute so machen. Wir haben ja schon gleich so einen schönen Heli. Und mal schauen, was wir mit dem jetzt hier gleich machen werden. Es ist gerade ein bisschen blöd, dass ich nicht so viele Frames, nicht so viel FPS habe, weil ich leider mit Fraps aufnehmen muss, statt mit Dextery. Und das, ja, Fraps ist halt ein Performance-Monster. Ich muss mal gucken, wo wir denn jetzt überhaupt hinfliegen und wo wir uns gerade befinden. Wir könnten ja mal eine Basis auseinandernehmen. Warte mal, kann das sein, dass hier unten noch eine Basis ist? Warte mal, da können wir auch, ja, ich glaube, da ist noch eine. Ansiedlung entdeckt. Cava Montana. Ja, dann zerlegen wir die doch mal. Vielleicht hole ich mir dafür einen besseren Heli. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Ja, ich liebe auch Ärger. So, oh, dass dieser Heli so lange braucht, um runterzukommen. Naja, hängen wir uns einfach mal dran. Schnappen uns unseren schönen Hydra-Raketenwerfer und markieren hier mal so ein paar Sachen. Na komm, da ist doch noch einer, das weiß ich doch genau. Na gut, dann nehmt erstmal das. Hallo? Da muss doch noch was sein. Oder sind das kleinere als in der restlichen Region? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall zerstören wir die erstmal. Ach komm. So, erstmal schön fallen. So, und jetzt können wir immer noch hier. So. Und jetzt mit dem Raketenwerfer nochmal auf den Rest drauf. So. Hui. Super. Ach, ist das schön, wenn sowas kaputt geht. Einfach mal ein bisschen. Na, so, passt schon. Vielleicht kommen wir da. Ja, so sollte reichen. Okay, die Raketen kamen leider nicht so gut an. Also nochmal. Legen wir los. Okay. Bam. Jo. Das ist doch eine schöne Zerstörung. Okay, wir haben noch mehr hier. So. Hä, mit was schießen die denn auf mich? Alter. Okay. Hier. Bitte sehr. Ups, sorry. Das war der falsche.
Und hier, das ist auch für dich. Ah. Alter. Das Ding geht auch noch kaputt. So. Hier. Okay. Achtung. Luftangriff steht bevor. Fliegst sie rein, ich schieß sie ab. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was zum kaputt machen. Sollte auch passen. Kein Problem. Das wollte ich. Nein! Die Sachen wollte ich gar nicht markieren. Vielleicht finden wir da hinten noch was, was wir markieren können. Hallo? Irgendwas passt schon. So. So, das markieren. Das markieren. Den. Passt schon. Haben wir noch was hier? Ah, da oben sind noch welche. Ah, okay, das reicht nicht mehr. Machen wir es eben so. Und dann nehmt jetzt mit Gleitflug. So, mal eben so eine Basis auseinandernehmen. Kann man ja mal eben schnell machen. Hallo, Raketenwerfer. Super. Dass das so flimmert, da kann ich irgendwie nichts wieder. Das liegt, glaube ich, irgendwie am Anti-Lasing. Oh, wir kriegen Flugunterstützung? Egal, ich habe das Ding doch hier eh gleich zerlegt. Alter. Alter, sind das viele Helis. Ich nehme mal den hier. Alter. Jo. Dankeschön. Schießen die sich selber ab, ey. So, was haben wir denn hier noch jetzt zu zerstören? Okay, ich sollte vielleicht erstmal wieder eindringen. Hui. Ah, da unten sind noch die Teile. Da müssen wir noch hin. Ich bin hier. So. Passt. Oh, Alter. Ja, ja, ich sehe schon. Alter, das ist ein mit Bavarium verstärkter Helikopter. Süß. Na, komm schon. Will durch das Schutzschild. So lange kann das doch nicht halten. Ja, und jetzt rein da. Nein! Das geht nicht. Okay, dann nehmen wir eben den hier. Meiner. Hallo. Okay, Alter, Alter, Alter. So. So, das ging ja schnell. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. So, erstmal hier alles kaputt machen. Alter, viele Raketen. Genau. Und jetzt hier Raketenwerfer rausholen. Alter! Diese Pisser. Von wo schießen die denn auf mich? Ach, dort. Hallo? Was soll das? Also Fraps ist doch schon ein ganz schönes Performance-Monster, muss man ja sagen. Alter, hier sind gleich zwei.
Bam, so. Erledigen wir es eben auf die einfache Weise. Alter! Erledigen wir es eben auf die einfache Weise. Na komm. Alter. Fliegt mir ja alles um die Ohren. Hier, da können wir auch noch draufballern. So. Ich glaube, da liegt eine Granate. Ja, die habe ich gesehen. Aber egal. Ist das Ding hinüber? Nee, gut. Okay. Ich kann nur das nutzen. Warum? Hallo. Wer ballert denn da noch auf mich? Hier, geh weg. So, und jetzt noch auf den draufballern. Na komm. Na egal, machen wir ja die gleich anders down. Okay, sehr viel mehr wische ich gerade nicht von hier aus. Da oben ist noch was irgendwie. Keine Ahnung, was ist. Egal. Hallo? Gehen wir eben hier runter. Alter, das ist ja... Also mit Fraps ist das Spiel leider auf maximalen Einstellungen kaum spielbar. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, mit Dextery wäre es gegangen. Ja, das sieht doch schön aus. Süße. Ach hier, machen wir es einfacher. Was soll denn das? So. Hallo? Warum passiert denn nichts? So, jetzt geh. Hallo? Was ist denn mit den Dingern hier los, ey? Na geht doch. Alter. Wie das Ding abdüst. Bäm. Ach, wir haben schon erledigt. Na dann. Imperator Bavarium. Juhu. Wir haben den Bavarium-Panzer freigeschaltet. Cool. Ja, und jede Menge mehr. Ich krieg euch alle. Einen. Nach dem anderen. Jo. Ist das eine komplette Region? Ah, nee. Okay, da müsste ich noch ein bisschen mehr befreien. Okay, wir können aber noch mal ein paar andere Stützpunkte auseinandernehmen. So. Oder wir folgen mal kurz dem... Nein, das ist die andere Richtung. Wo uns hier dieser... Pieper hinführt. Hm. Ach, da oben drauf. Nein, ich wollte eigentlich einen höher. Hallo, Rico. Oh, jetzt labern die mich wieder voll. Seid gegrüßt, Bürger. Ey, was macht der hier? Zur Information. Aufgrund einiger Berichte über ungebührliches Verhalten am Arbeitsplatz musste der General Cava Montana komplett schließen. Die rechtlichen Einzelheiten sind natürlich geheim. Im Moment ist alles perfekt. Es geht uns gut. Uns allen hier geht es gut. Danke der Nachfrage. Hä? Wie geht es euch? Viva Medici. Hä, wo soll das sein? Das kann doch nur... Jetzt ist es weg, oder was? Willst du mich doch verarschen? Oder ist das unter dem Fahrzeug? Und vor allen Dingen, warum habe ich gerade nur so geringe Bildraten, ey?
Das regt einen doch auf. Hä? Noch nicht eingesammelt. Ach so, das Fahrzeug. Ach so, ja gut, okay. Ich glaube, ich sollte erstmal vorübergehend den Mod hier deaktivieren, weil der sonst irgendwie nervt. Alter, diese miesen Bildraten sind ja echt grauenhaft. Warte mal, das muss ich mal kurz umstellen. Also ansonsten kann das Spiel ja irgendwie auf Maximum spielen, aber hier geht das irgendwie nicht so. Mal schauen, vielleicht reicht das ja. Also, mit Dextery wäre es besser. Ja. Und, nee. Pff. Okay, so viel gebracht hat das jetzt auch nicht. Na gut, dann schauen wir mal auf der Karte, wo wir noch hin könnten. Das ist immer das Schlimme. Ohne Aufnahme läuft es perfekt, aber kaum startet man dann eine Aufnahme mit Fraps, was irgendwie total performancehungrig ist, schon läuft es wie Scheiße. Aua. Ja. Die 1,5 Kilometer sollten wir ja schnell hinter uns bringen. Vor allen Dingen mit diesem Turbo, den man erst freispielen muss. Aber der ganz cool ist. Wenn es denn mal flüssig laufen würde, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss nochmal schauen, warum das mit Dextery nicht läuft. Okay, hier ist doch nur eine zerstörte Stadt. Ah, aber da haben wir was. Ich liebe diesen Ringsuit so. Macht so viel Spaß damit. Zumindest wenn es flüssig läuft. Und nicht so wie hier gerade. Alter, Mann. So. Haben wir hier noch was, was zerstört werden muss? Ich glaube, das reicht erstmal. Mir eben mit einer Rakete den ganzen Stützpunkt zerstört. Warum nicht? Was so ein Feuerchen ausmacht. Ja, was so ein Feuerchen ausmacht. Okay, was haben wir hier noch? Hier vielleicht noch was? Ne, ich glaube, da ist wieder nur Geisterstand, ne? Oh, Mensch, ein paar mehr Frames wären schon ganz schön. Aber naja, vielleicht ändert sich das ja bald, weil ich einen neuen Arbeitsspeicher kriege. Aber dann kaufe ich mir auch einen 4K-Monitor und... Oh, weil mein Draht ist was. Und, naja, 4K-Monitore sind dann wieder noch mal ein bisschen hungriger. Das ist ja das Blöde. Werde ich dann die Aufnahmen wahrscheinlich nur wieder in Full HD oder so schaffen. Hallo? Wo soll denn das Tolle hier sein? Was auch immer hier so toll ist. Ja. Warte mal, wir gucken mal genau. Hä, hier soll irgendwo was sein. Na gut, egal, wir finden das wann anders. Ah, warte, jetzt habe ich's. Rico, bau doch keinen Scheiß. Mach doch einmal was anständig. Ach hier, so wieder so ein Tonband. 250. Geduld und Konzentration definieren die Grenzen der Intelligenz. Duskus Beförderung zum Oberstabsfeldwebel nach seinem unerfreulichen Unfall benebelt seine Sinne. Der armselige Kretin wedelt mit dem Schwanz und stürzt sich auf die Krümel, die vom Tisch wichtiger Männer fallen. Soweit sie ihm treten,
werde ich sein verletztes Ego streicheln und ihn daran erinnern, dass er mir einen Gefallen schuldet. Mhm. Dieser Diravello ist schon Arsch. Alter. Einmal quer durch die Büsche. So. Okay, ja, Folge vorbei. Ja, ist ja gut. Aber wir machen noch ein bisschen Überlänge. Das macht so Fun. Wenn man nicht ständig mal irgendwie irgendwo gegenfliegt gegen irgendwelche dämlichen Bäume. Hallo? Ja. Dann eben so. Hui. Ah. Da ist, glaube ich, was. Ein Stützpunkt oder so. Alter, wie viel Stadt die zerstört haben. Solcher Wichser. Ich dachte, hier wäre ein Stützpunkt. Aber ist hier nur eine Mauer. Vielleicht die. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß. Ist ja jetzt doof. Dass hier gerade nichts ist. Ah, warte mal. Vielleicht ist hier in der Fabrik noch ein schicker Sportwagen. Oder so. Oder irgendwas Tolles. Ist auf jeden Fall ein Heli. Aber den braucht man nicht. Ach, da oben drauf, okay. Ach, nochmal so ein Tonband. Na. So. Jetzt aber. Tag 300. Meine Vorliebe für Blitzjustiz stärkt meinen Einfluss auf die Männer. Als Zuckerbrot spiele ich den Großzügigen und stelle Geld für den Bau einer Basis in Litutor bereit. Ja. Harte Arbeit und klare Ziele verhindern Machtkämpfe. Männer gehorchen, wenn ihre Knochen schmerzen. Mein Wort tritt mehr und mehr an die Stelle der armseligen Phrasen aus der Hauptstadt. Okay. Na dann. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein schönes Fahrzeug drin, aber anscheinend nur ein Heli. Und sonst nichts wirklich. Ja gut, dann ich wollte eigentlich noch kurz eine Basis befreien, aber das war ja jetzt nicht so einfach möglich. Deswegen düsen wir einfach mal kurz hier noch über die Lande. Hui. Ja, alles geplant. So. Ach, machen wir hier noch mal kurz so eine kleine Zwischenmission. Rico, entführ das Auto. Da sitzt ein Rebell drin. Bring ihn in Sicherheit. So. Sie haben ihn ich bin sowas von. Guten Tag. Oh, ich muss in die andere Richtung. Na dann. Ah ne, das war nur von mir. Ja gut. Dann nehmt anders. Querfeld ein, über Stock und über Stein. Ja. Alter, Sandfahrer. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Super. Danke, Rico. Viva la Revolution. Okay. Nach was soll ich?
Hier könnte man gut mit einem Flugzeug drüber fliegen. Da unten ist noch eine Stadt, aber ich glaube, die habe ich schon befreit. Tiefflieger im Anmarsch. Hui. Oh. Habe ich noch nicht befreit. Okay, dann machen wir das. Machen wir einen Teil jetzt schon mal hier schnell. Weil ich habe nicht so viel Zeit gerade. So. Wollen wir noch was hier? Da labert der uns noch voll. Hallo? So, markieren. Ach, da ist die Basis. Haben wir das? Okay. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Genau. Wie immer. Was auch sonst. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Okay. So, mal gucken. Ja, ja. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Okay, dann machen wir noch kurz hier diese Schilder weg. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Und mal gucken, was müssen wir hier noch zerstören. Ich habe jetzt leider nicht mehr genug Zeit dafür, aber... Ach, hier müssen wir den Zellentrakt, okay. Was haben wir dann hier noch? Hier hinten noch irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Ah, genau, noch eine Runde Lautsprecher. Okay. Das kriegen wir auch so hin. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ach, genau. Die Dinger müssen wir auch noch machen. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ja, so geht das auch. Und dann gehen wir hier oben und dann sage ich mal... Mit diesem schönen Ausblick. Vielleicht noch mal ein bisschen schöneren Ausblick. So. Mit diesem schönen Ausblick sage ich Tschüss und Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Just Cause 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und schaut auch vielleicht mal meine anderen Let's Plays. Ich würde mich freuen. Abonnieren nicht vergessen und ja, viel Spaß. Und da dieses Video, glaube ich, kurz vor Weihnachten rauskommt, vielleicht auch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr das Video erst nächstes Jahr schauen solltet, dann ja, denk es dir einfach schon mal fürs Ende des Jahres. Okay, ciao.